glaube nicht, dass ich hier runterspringen kann, oder? Du bist dein ganzes Leben noch nicht gestorben. Mach so weiter. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Das war ein Treffer. Von wo? Von wo schießen die denn schon wieder? Oh Mann. Ich folge dir, Twitch macht's mir da einfach. Okay. Aber auch nur, wenn du richtig eingestellt hast. Ein Teammitglied aufgehört hat. Das bringt dir sicher Dank ein. Sie haben jemanden von uns verletzt. Zeigen wir denen, wie Deadzeit Rache aussieht. Das ist so ziemlich das Gegenteil. Jetzt mach mal die nächste Rekrutierungsmission. Chat, das wird einfach nichts mehr. Jetzt müssen wir die wieder rekrutieren. Jetzt mach mal die Aufgabe wieder mit dem Doktor. Ich glaube, wir spielen das Spiel noch in 3 Monaten. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Hä, die war doch gerade noch hier. Scheiß Roboter! Auf geht's, du schaffst das schon. Die Frage ist nur, wann, Julia? Ja, Theron, mir war so danach. Ich wollte einfach noch eine neue Mission machen. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Oh, ich muss hier drüben die Treppe hoch. Ich wollte einfach noch mal. Die andere Mission hat mir gerade nicht so gefallen. Ich will die hier nochmal machen. Sicherheitsdienst und die Kriminalität. Ist gerade schlecht, sorry. Muss zum Training. Okay. Was weißt du über sie, Bagley? Komm mit. Anscheinend hat man sie im Visier. Clan Kelly hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wieso? Sie nimmt an Untergrundboxkämpfen teil. Und sogar sehr erfolgreich. Im letzten Kampf hat sie die von den Banden unterstützte Favoritin geschlagen. Und jetzt schicken sie einen Vollstrecker los, damit sie ganz bestimmt nie wieder gewinnt. Diese Schweine haben nicht den leisesten Sinn für Fairness. Bagley, finde die Auftragsmörderin. Schon geschehen. Gut. Wir machen den Vollstrecker einfach platt, würde ich sagen. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Was zum Teufel? Nein. Ich vollstrecke den Vollstrecker, ja. Easy. Ich hypnotisiere den einfach. Da geht nichts mehr schief. Ich wollte das Spiel eigentlich fertig kriegen, bevor Assassin's Creed rauskommt.
Ehrlich gesagt sehe ich mich das tatsächlich nicht beenden, bevor Assassin's Creed rauskommt. Was? Was ist los? Stopp! Nein! Dafür muss ich einfach Missionen zu oft wiederholen. Der Vollstrecker, den wir suchen, ist hier und bearbeitet gerade irgendein anderes armes Schwein. Schalte ihn aus, dann lebt unsere Boxerin vielleicht etwas länger. Die Abreibung vergisst du nie wieder. Ist es der? Hab's jetzt noch nicht so ganz verstanden. Warte mal, ich muss mich weiter runterhacken. Der ist anscheinend unter mir oder so. Das ist der, oder? Der ist doch gleich tot. Ne, das sind auch Clan Kelly, das ist andere. Aber ich komme nicht weiter runter, gehackt. Na, hier waren wir schon drin. Mir egal, aber findet sie. Hä, wen suchen die denn jetzt? Ich hab noch überhaupt nichts gemacht. Shit. Verdammt, wer war das? Da ist das Ziel. Hä, wo ist das Ziel? Ach, da. Ja. Naja, aber 5.10. ist ja nicht mehr so lange. Ich wollte es ja auch im Stream beenden und nicht ohne euch. Also nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich werde Assassin's Creed nicht streamen, darum geht's mir nicht. Aber ich wollte gern ein Spiel beenden, bevor ich das nächste anfange. Darum geht's mir. Und das weiß ich aber nicht, ob ich das noch schaffe. Lasst es gut sein. Da vorne! Da! Da vorne! Du machst es noch schlimmer für dich! So, wer hat behauptet, Gewalt sei keine Lösung? Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Sogar noch ein Feiertag dazwischen. Ja, aber das Problem ist, an dem Wochenende vor dem Feiertag... Fantastische Arbeit, meine Lieben. Hol noch nicht die lustigen Partyhüte raus. Vielleicht haben wir unserer Boxerin Zeit verschafft. Aber sobald Clan Kelly rausfindet, was passiert ist, wollen sie sicher Rache. Du solltest sie warnen. Ich mach mich auf den Weg. An dem Wochenende... Wo ist sie denn jetzt plötzlich? An dem Wochenende vor dem Feiertag bin ich in Berlin. Und da werde ich auf jeden Fall auch nicht streamen können. Also ich muss mal gucken. Ob wir das schaffen. Haben wir hier eine Schnellreise. Ich werde Assassin's Creed schön für mich selbst genießen. Keine verdammte Statue, ja? Und es ist so gemein, dass Gronkh schon spielen durfte. Und ich kann das aber jetzt mir nicht angucken, die Videos. Weil ich will mich 0,0000000% spoilern lassen. Weder die Map, noch die UI, noch irgendwas. Ich will nichts von dem Spiel wissen.
Wobei manche YouTube-Titel mich schon spoilern. Das ist für mich schon Spoiler genug. Ich meine, die wollen halt alle Clickbait-Titel, ne? Aber die denken nicht dran, dass diese Titel dann halt Menschen, die es halt nicht wissen wollen, spoilern. Du solltest dich beeilen, Clan Kelly ist in dem Gebiet gerade ziemlich aktiv. Hallo, Liebes. Bin ein großer Fan. Und dein Leben ist in Gefahr. Was meinst du damit? Clan Kelly stinkt es, dass du ihr Geschäft mit den Boxkämpfen durcheinander bringst. Sie wollen dich tot. Wir haben den ersten Auftragsmörder beseitigt, aber das wird nicht der letzte sein. Wie gut, dass ich so gerne Leute vermöble. Ich schätze deine Einstellung, aber Clan Kelly spielt nicht fair. Dich wollen einige aus dem Verkehr ziehen. Ich weiß, dein Instinkt sagt dir was anderes, aber du musst untertauchen. Wir geben dir Deckung. Alles klar. Wer auch immer du bist, ich schulde dir was. Danke. Haben wir es geschafft? Gegner im Anmarsch. Och, nö. Du kannst dich nicht verstecken. Das muss so nicht enden. Lass mich mal hier, du Spackhoff! Was ist das denn jetzt schon wieder? Das geht doch schon wieder in die Hose. Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Was ist das denn jetzt mit diesem Spiel? Wirklich, was soll das jetzt? Oh. Es ist unglaublich, wirklich. Ich raste aus. Ja, blocken ist ja auch an sich gut, aber... Die ist unterwegs ins Krankenhaus und wird in absehbarer Zukunft dort bleiben. Shit, versprich mir, dass du den Stecker ziehst, falls ich je im Koma sein sollte. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was unsere Klientin gewollt hätte. Naja. Aber... Spoiler ist ja dann trotzdem schon passiert, ne? Also... Gespoilert bist du trotzdem schon, auch wenn du es blockst. Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Tief durchatmen. Ja, ich mach das jetzt aber zum vierten Mal und ich komme nicht vorwärts. Ich komme einfach nicht vorwärts. Wir haben erst eine Mission geschafft heute. Das ist übrigens unter anderem ein Grund, warum ich eigentlich ungern Storygames im Stream spiele. Weil ihr jetzt alle seht, wie ich es nicht hinbekomme. Alle. Pat, pat, danke. Aber es frustriert. Ich dachte letztes Mal, die Mission war einfach die schlimmste, aber ich krieg's nicht mal hin, die Albion-Wache zu rekrutieren. Aller guten Dinge sind vier. Ich hoffe. Aber ganz ehrlich, wo hätte ich mich denn dort verstecken sollen? Wo? So, wen dürfen wir denn diesmal rekrutieren? Du kennst mich nicht, aber ich habe gehört, dass wir gemeinsame Interessen haben. Bist du von Detzek? Gott sei Dank, ich brauche Hilfe. Wir können vielleicht helfen. Wo liegt das Problem? Mein Freund hat eine seltene Blutkrankheit und durch den aktuellen Zustand des NHS bekommt er keine richtige Behandlung mehr. Also sind wir zu einem der Ärzte von Clan Kelly gegangen. Wir haben jetzt wieder diese Doktor-Mission. Die haben nur drei verschiedene. Jetzt wiederholen die sich schon. Tja, dieser sogenannte Arzt ist ein echter Held.
Letztes Jahr wurde ihm wegen Kunstfehlern die Zulassung entzogen und jetzt arbeitet er als Chirurg für den Mob. Mit Prinzipien hat er es nicht so. Klasse. Kannst du ihn aufspüren? Ich spüre buchstäblich jeden mit Leichtigkeit auf. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Natürlich laufe ich in die falsche Richtung. Oh, ist das jetzt das gleiche Gebäude? Ob dort immer noch welche stehen und schießen? Auf das, was wir alle nicht gesehen haben? Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ah, hier geht's lang. Der Clan Kelly Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Er hat einen stark gesicherten Laptop dabei. Da finden wir sicher den Standort der Medikamentenlieferung. Wieso backen die denn immer alle hin und her bei dieser Mission? Frage ist, dreht er sich noch mal weg? Oder nicht so? Muss ich überhaupt hin? Die bringen mir gar nichts. Das bringt mir auch nichts. Ich würde halt gern erstmal wissen, wo der PC überhaupt ist, wo ich hin muss. Da ist der Laptop. Ist auf jeden Fall ein anderes Gebäude. Sind keine weiteren Fallen, die ich irgendwie... einfach für die Drohne das Tor aufgemacht?
Schwachkopf! Scheiße! Okay, sehen wir uns besser um! Trottel! Ja, sieht gut aus. Die Suche geht weiter. Der ist ja eigentlich... Ist der böse oder nicht? Ich weiß es immer nicht. Ausrufezeichen, aber... Der kann nicht weit sein. Ich suche weiter. Ja, ich glaube, das war's. Suche beenden. Wenn der hier rauskommt, lenken wir den ab und... Was ist das da für einer? Das können wir uns später durchlesen. Ein bisschen Geld mitnehmen. Ist es nur noch der eine? Laptop abgegriffen. Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten analysiere. Was macht er jetzt? Irgendwo hier muss jemand sein. Findet das Ziel. Stellt alles auf den Kopf, wenn nötig. Danke, Doc. Ich habe das Mob-Lager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. Jetzt hol mal wieder den Van. Das einzig Gute daran ist, wir sehen ein bisschen was von London. Okay. Ist doch schön, ja. Ja. Geh mir aus dem Weg. Gib mir einfach deine Kohle, dann passiert dir nichts. Ach, das sieht schon wieder so riesig aus hier, das Gelände. Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Super.
Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Oh. Problem ist, wenn die mich sehen. Ja. Genau das. Hören wir den gehackten Spinnenbot. Verdammte Scheiße. Ich kann halt hier nicht rüberklettern. Wir sind direkt. Ich kann nicht mal die Leute damit umfahren. Oh Gott. Ich, Chat, was soll ich machen? Mal sehen, was den Alarm ausgelöst hat. Doch, ich wollte die Aufgaben. Ich wollte die vernichten, beseitigen. Okay, Schluss jetzt. Streife wieder aufnehmen. Das war natürlich ungünstig, dass ich mit hier in dem Explosionsbereich stand. Hier tut sich nichts. Da, da war doch was. Och no! Hey! Ich gebe euch Deckung! Schießen die eigentlich einfach wieder durch den Zaun hier? Die Spinne jagt dich in die Luft. Nur weiter so. Die Spinne jagt dich in die Luft. Was für eine Spinne. Mach dein Ding, Bro. Achtung, Spinnenbrote! Du magst keine Spinnen? So ein Kerl. Werde beschossen. Wo kommt das denn her? Du bist wohl lebensmüde, was?
Ich hab ne Spinne. Alter, die mit ihren Spinnen. Nicht euer Ernst. Für mich bist du nur ein weiterer Leichensack.